Wiederverbindung erfolgreich. Was für ein Scheiß. Das war halt hier so ein Reconnect-Shit oder so vom Router, glaube Jo, ich. man kennt's. Jetzt bin ich auch wieder da. Oh, Alter, da kommt noch ein Clip rein. Vielen Dank. Hey, warum ist jetzt wieder... BB, danke. BB auch an alle. Dark, Dark Souls. Scheiße, jetzt wieder, das war halt irgendwie ein Reconnect. Was für ein Scheiß. Zieh mal die Diebesrüstung an, damit du vernünftig aussiehst. Warum nicht? Wie stehst du nicht auf Nicht diese die schwarze Hornbluse? Lederrüstung? Wo ist die Diebesscheiße? Ich habe keine Diebesrüstung, aber ich habe eine schwarze Lederrüstung. Schwarze Lederhandschuhe, das Ball da besser. Aber ich habe doch diese Diebesdinger eben gefunden. Warum? Ja, die Kapuzen. Die und der Helm. Höllendieb-Strumpfhose, schwarze Lederstiefel. Und die schöne Strumpfhose. Diebesmaske kann ich anziehen. Bin ich jetzt auf Ultra Fat Roll? Ja, geht noch, ne? Ich glaube, genau wie eben. Ist die schwarze Lederrüstung, okay. Jo, Enoch, ey, mach dir noch eine schöne Nacht und dann lass morgen auf jeden Fall connecten wegen Einkaufen. Also Jo, Mann, gute das auf Nacht. 100%. Und Hollow Knight müssen wir schauen, wie ich mit meiner Arbeit morgen vorankomme. Er lief in den Stich. Ach, du bist doch ein Knott, Alter. Ja, gute Nacht auf jeden Fall, Inuk. Hallo? Wer ist denn das da hinten? Wohnt der hier? Ist der Schöner nett? Schlachter, nee, der ist nicht nett. Der ist nicht nett. Ach, der Hund, Junge, verpiss dich! Und er lebt halt immer noch. Ja, genau. Wartet doch mal, Junge. Wartet doch mal alle ab, wenn ihr da dran seid. Oh, der droppt auch seine Waffe. Echt? Ja, also ich weiß nicht mal. Ja, die Säule, Junge, ich kämpfe mit Säule. Fuck. Wer braucht schon Schild? Ich versuche sie mal abzustechen, vielleicht. Also von hinten meine ich eigentlich. Yes.
Na komm. Easy, aber hat keine Waffe gedroppt. Vielleicht auch nur eine gewisse Chance. Schade, das Metzgermesser hätte ich gerne mal ausprobiert. So, was hat der für ein Süppchen angerührt? Boah, auf jeden Fall ein stabiles. Oh, der kommt auch wieder, glaub. Der kommt wieder. Oh, hier ist eine Kiste. Ja. Große Glut. Glut war Was doch auch braucht man? irgendwas Wichtiges, oder? Ja. Damit der Schmied. Dann kann der Schmied mehr oder so, ne? No. Geil. Oh, was ist das denn hier? Ist das ein Loch? Sieht nach einem Loch aus. Ja. Oh, Seth eben wieder so, ja, geht da ruhig runter, da kommt, glaube ich, gleich irgendwie ein Feuer. Aber was kommt, ist ein Metzger. Einfach rein, ne? Ist das hier giftig oder so? Ne. Boah, Leute, was wir gelernt haben, die Drop Attacks. Na, wenn sie klappen. Ja, was war das denn? Okay, den habe ich. Ne, warte, warte. Also ich könnte da ins Loch springen. Naja, aber dann landest du eh nur da unten, wo du jetzt eh hingehst. Okay. Ah, okay. Danke, Nugget. Nur eine gewisse Drop-Chance. Wie schade. Ich habe nicht so viel Glück mit meinen Drop-Rates hier. Ja, klar, also Das ist sehr clunky. das Ja, flüssige also ja, Spiel es ist ja klar, Elden Ring ist komplett. natürlich so ein bisschen weiterentwickelt in gewisser Weise, aber ich finde vom Charme her steht es Elden Ring auf jeden Fall nicht hinterher. Ich finde es sogar irgendwie fast ein bisschen charmvoller. Ja. Also irgendwie finde ich es auf manchen Aspekten schon cooler. Was so ein paar Kleinigkeiten sind, dass du zum Beispiel nachdem du geheilt hast, nicht so Ja, schnell rollen genau. kannst oder so. Das fand ich zum Beispiel bei Elden Ring besser, so, weil es ein bisschen dynamischer ist. Hey, warte, hier labert einer. Hier ist noch zu lang die. Ja, in den Fässern. Nicht schlagen wollen. Als erstes Soul sagt die S1, krass. Ne, ich hab glaube ich. Ja, ich auch. Boah, das ist eine gute Ja, du Frage. hast mit Elden Ring angefangen. Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe Elden Ring war tatsächlich mein erstes. Naja, Elden Ring war mein erstes Souls-like und mein erstes. Also mein erstes FromSoft und mein erstes Souls-like allgemein, glaube ich. Es sei denn natürlich, man würde jetzt. Manche bezeichnen ja Hollow Knight auch als Souls-like. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen, so, aber da kannst du ja auch dieses von wegen Seelen verlieren, bla bla bla, ne, und das ist halt. Das Prinzip ist ja so ein bisschen ähnlich. Den Schuss nicht gehört. Aber mein erstes richtiges Souls-like war auf jeden Fall Elden Ring, ja. Aber seitdem würde ich fast sagen, alle. Alles, was mir so in die Quere gekommen ist, eigentlich gespielt. Also mir wird jetzt spontan keins einfallen, was ich nicht gespielt habe, aber es wird natürlich irgendwelche geben, so, ne? Gibt ja auch bestimmt irgendwelche Ja, Unbekannten. genau. So. So, ich labe den nochmal an. Zum Beispiel hier den ersten Teil, oder ja, Teil war es in
Das erste Spiel hier. Heißt nochmal, was war? Wir gezockt zusammen. Atlas Fallen? Ah, Surge Nee. 1 meinst du? Nee. Lords of the Fallen? Ja, genau. Da gab es ja noch vorher so einen Teil der Lords zuvor. Der, wo man so ultra langsam angreift? Genau. Ja, okay, war das ein Souls-like? Das war komplett Souls-like. Ja, okay. Ja, den habe ich zwar schon auch nicht gespielt, beziehungsweise mal ganz kurz angespielt. Ja, das war ja nur zum Zeigen. Bound by Flame. Bloodborne habe ich auch durchgespielt, ja. Oh, also FromSoft habe ich alle Spiele gespielt, außer Armored Core. Hey, ist das wieder ein Metzger? Warte doch mal, ich war nicht auf, vorbereitet auf dich, Kollege. Ja, ist ja doch richtig. Entweder. Ich komme nicht Na, hinter ich ihn. habe auch mit Dark Souls 1 angefangen. Alter! Dann alles, Sie was sagen Souls-like alles. war. Aber Sekiro hast du nicht gespielt, ne? Ne. Das finde ich auch ein Top-Game. Ja, diese Parries ist halt schon. Aber es ist sonst mein Style. Ja, okay, aber halt das Parieren in Sekiro ist halt unerreicht, finde Ja. ich. Ja, also durchs. Schon gesehen. Sah sehr geil aus. Sekiro 2, boah, hätte ich auch Bock drauf, ja. Und Sekiro Platin hätte ich auch mal Bock drauf, aber so ein paar Sachen da machen mir halt. Turn mich halt ab, da Sack. hier diese Quecksilberkugeln da 800 Jahre farmen, da habe ich irgendwie keinen Bock. Ah, hoffst du auf das Schlachtermesser und Sack. Habe ich das Schlachtermesser bekommen? Nee, du hast den Sack bekommen. Auch gut. Ja. So, was hast du? Ich habe ein Schlachtermesser und du, ich habe einen Sack. So langsam gehen mir die Heilungen aus. Es wäre jetzt cool, wenn hier mal ein Feuer langsam auftauchen würde. Das ist doch eine Falle hier, oder? Ja, ich wusste es! Wieso gehe ich denn trotzdem hin? Aber der tötet mich jetzt nicht, oder? Ne, die sind. Oh, okay, der hat doch gut Schaden gemacht. Ja, ein bisschen Schaden hat er durchgekriegt. Aber der hält jetzt ganz viel aus auch. Aber mehr auch nicht. Geiles Vieh. Ja, die hängen da überall an der Decke. Scheiße. Und wer ist er jetzt noch? Oh Mann. Geiler Typ. Du bist einfach ein geiler Typ. Geil. Weißt du, ich denke noch so, es ist doch 100 pro eine Falle und dann kommt da so ein Blob von der Decke. Ja, er Jo, der fackelt hat nicht auch lange. richtig Scheiße. lang gefackelt. Oh Mann, ey. Der bringt sogar andere dazu, dass. Das ist schlimm. Okay, Leute, aber ich werde jetzt hier mal den Cut machen. Wir haben 2:30. Ich muss morgen früh raus. Also so früh zwar nicht, aber ich muss morgen auf jeden Fall raus. Weil ich muss morgen viel Masterarbeit machen. Partie beenden. Ja, aber ey, ne? Taurus Dämon platt, Gargoyles komplett First Try, Easy Kill, Ziegendämon blindfolded, one-handed. Jo. Also ey, ich wünsche euch allen auch eine gute Nacht. Danke fürs Einschalten. Selbst an dich der Dank für den Jo. Support beim Taurus-Hurensohn. Ja, gute Nacht, gerne. Und ja, Leute, wir sehen uns die Tage. Vielleicht morgen mit Hollow Knight Multiplayer, wird sich zeigen. Auf jeden Fall geht es auch die Tage weiter mit Dark Souls. Haut rein, gute Nacht.